Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute geht es um den eBay Service Status. Ich zeige dir, wie du deinen Service Status im Blick behältst, um diesen nicht zu verlieren. Denn ich habe meinen Top-Bewertungsstatus verloren auf überdurchschnittlich. Was war mein Fehler? Das erfährst du in diesem Video, um diesen nicht zu begehen. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, wie angekündigt geht es heute um den eBay Service Status. Und wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Top-Bewertungsstatus auf überdurchschnittlich erreicht oder verloren, kann man sagen. Wobei überdurchschnittlich ja echt noch gut klingt, aber Top-Bewertungen ist dementsprechend hier der beste Status. Und wie ich das geschafft habe, meinen Top-Bewertungsstatus zu verlieren, das erfährst du hier in diesem Video. Zuerst einmal, falls du neu dabei bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und alles drumherum um die Marktplätze, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ja, ich habe bereits vor 2 Jahren knapp ein Video dazu gemacht, wie du bei eBay den Service-Status Top-Bewertungen erreichen kannst, welche Kriterien dafür notwendig sind und die man erfüllen muss. Das Video findest du gerne hier oben in der Infobox, schau es dir an, um einen Top-Bewertungsstatus zu erreichen. Du siehst es selber, ich bin jetzt überdurchschnittlich, also eine Stufe tiefer. Warum ist das gekommen? Und das möchte ich natürlich zeigen hier. Es ist so, dass man seinen Service-Status wirklich regelmäßig sich anschauen sollte, um die ganzen Kriterien hier zu erfüllen. Und hier geht es hauptsächlich um die Mängelquote. Ich öffne mal hier den aktuellen Status. Es geht um die Mängelquote, also Kundenbeschwerden, Käuferbeschwerden, die dementsprechend irgendwelche Artikel von dir bemängeln. Oder die Quote der nicht fristgemäß verschickter Artikel, die muss auch erreicht sein. Und natürlich Fälle, die ohne Klärung durch den Verkäufer geschlossen wurden, beziehungsweise vielleicht auch durch den eBay-Kundenservice geschlossen wurden. So, und diese 3 Kriterien gilt es zu erfüllen, wobei hier auch Transaktionen und Umsätze sind auch relevant, aber die sollte man in der Regel erreichen. Wir werden jetzt Punkt für Punkt alles durchgehen, was hier relevant ist und welche Kriterien notwendig sind. Ich klicke mal hier auf die Mängelquote und um Top-Bewertungen zu sein, musst du hier immer quasi unter 0,5% sein oder weniger dementsprechend, um den Top-Bewertungsstatus zu erreichen. Dann folgt überdurchschnittlich, was ich ja jetzt habe. Und ihr seht es hier, das Ausrufezeichen ist hier bei mir bei Quote der nicht fristgemäß verschickter Artikel und die habe ich tatsächlich nicht erfüllt. Ihr seht es hier, das war sogar noch weit drüber, ich glaube bei 17% oder so hatte ich das. Und das ist natürlich nicht gut. Um Top-Bewertungen zu haben, muss man hier 3% oder weniger haben. Und das ist bei mir dementsprechend hier daneben gegangen. Warum? Es ist einfach unbewusst passiert das, dass Sendungen erst spät erfasst werden. In der Regel sollte es bei dir nicht passieren, wenn du deine Sendungen in der Filiale oder in eine Packstation einlieferst oder die dem Fahrer vielleicht, der bei dir Pakete sowieso bringt, mitgibst, der die sofort einscannt, dann sind die nämlich am gleichen Tag erfasst und sind dann dementsprechend direkt auf dem Weg, denn bei deinen Lieferversprechen gibst du ja an, wie lange du Bearbeitungszeit hast. Wenn du am gleichen Tag verschickst, bis 14 Uhr beispielsweise, dann musst du diese Artikel auch am selben Werktag noch verschicken. So ist es zumindest bei mir. Und bei mir ist es so, dass ein Fahrer kommt und meine Pakete abholt. Jedoch scannt er die nicht alle ein. Das heißt, er scannt nur teilweise welche ein und der Rest wird einfach so mitgenommen, weil es dann halt einfach die Menge sprengen würde und das von der Zeit einfach nicht passt. Die erste Erfassung findet dann in dem Paketverteilerzentrum bei mir hier in der Stadt und dann wird der erste Scan durchgeführt. Jetzt ist es so, dass der erste Scan erst am nächsten Tag oder vielleicht sogar ein paar Tage später erfolgt ist. Warum? Ich kann es dir zeigen. Wir schauen uns gleich mal den vollständigen Bericht an, denn dieser Transaktionszeitraum, also das, was bewertet wird, sind immer 3 Monate. Ihr seht es hier.
Ich nehme das Video jetzt im April schon auf, aber er hat hier noch den Status vom Dezember bis einschließlich Februar. Das heißt, die nächste Bewertung findet dann am 20. April statt. Dann rutscht das einmal weiter. Dann wird das nämlich ab Januar bis März bewertet. Also immer 3 Monate. Ein Quartal klingt nicht wenig, dementsprechend muss man hier gut aufpassen, dass auch alles wirklich erfasst ist. Und ja, das ist ziemlich unbewusst passiert, zumindest bei mir, so dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass bei mir Sendungen einfach nicht erfasst werden. Und dementsprechend hat sich mein Status hier nach und nach verändert. Und dann einen Monat später merke ich, also im Januar war das, wups, ich bin unüberdurchschnittlich und nicht mehr top bewertet. Dann habe ich mit eBay telefoniert und so weiter. Und dann haben die natürlich das hier mir einmal auch geschildert, was hier passiert ist. Dass die Sendungen einfach nicht erfasst worden sind. Wir schauen uns mal den vollständigen Bericht an und dann zeige ich euch genau, was da nicht erfasst wurde. So, das ist hier der vollständige Bericht und ihr seht es hier, das sind alles Sendungen, die laut Sendungsverfolgung nicht fristgemäß geliefert worden sind, bis zumindest nicht fristgemäß erfasst worden sind. Hier gibt es noch eine weitere Spalte, das ist laut Käufer nicht fristgemäß geliefert. Das ist, wenn der Käufer sich beschweren sollte, dass er den Artikel später als angegeben erhalten hat. Und das ist bei mir dementsprechend nicht der Fall. Es ist nur vom System aus so generiert und erfasst, dass ich die einfach zu spät verschickt habe und dementsprechend sind die irgendwann auch zu spät angekommen, angeblich, wobei die eigentlich alle fristgemäß angekommen sind, nur der Scan ist erst später erfolgt. Und es sind wirklich super, super viele Sendungen, wie ihr sehen könnt hier. Und bis auf eine Sendung sehe ich hier, sind alles vom System aus falsche Erfassungen erfolgt. Und ihr seht es hier, hauptsächlich ist es hier der Dezember gewesen, da wo DHL, ich verschicke mit DHL, ziemlich überfordert ist und dementsprechend wird da gegebenenfalls ja etwas später gescannt, weil sich das anstaut und einfach die Paketlager einfach überfüllt sind. So, wie kannst du diesen Fehler jetzt vermeiden? Wenn du, wie gesagt, schon ganz normal bei der Filiale einlieferst oder in der Packstation, dann sollte dieser Fehler gar nicht bei dir auftreten. Solltest du aber auch so wie ich einen Abholer haben, der die Pakete annimmt, dann solltest du es so machen, dass du dann dementsprechend vielleicht ein DIN A4-Blatt mit allen Strichcodes, die du an dem Tag hast, auf ein DIN A4-Blatt drucken. Und dann soll der Paketabholer einfach alles einmal durchscannen, das, was du an dem Tag abgibst, so dass es alles erfasst ist und dementsprechend nichts zu spät eingescannt wird. Ja? In der Regel hat das immer gut geklappt. Es ist, wie gesagt, hier aufgrund der Hochsaison im Dezember im Weihnachtsgeschäft ein bisschen schiefgelaufen. Und deshalb ist mein Service-Status dementsprechend schlecht ausgefallen. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass es weiterhin gut klappt. Wir hatten hier noch im Januar ein paar, die nicht richtig geliefert worden oder zu spät erfasst worden sind. Und dementsprechend wird das, denke ich mal, auch noch behoben werden. Kommen wir nochmal zurück zum Verkäufercockpit. Also darauf solltest du auf jeden Fall Acht geben, dass das erfüllt ist. Dann gibt es noch diese Fälle, die ohne Klärung durch den Verkäufer geschlossen worden sind. Hier ist es auch wichtig, dass man da unter 0,3% der ganzen Bewertungen ist, um diesen Service-Status auch nicht zu verlieren. Das geht nämlich ganz schnell. Und natürlich auch die Umsätze, wie viele Umsätze du hast. In der Regel reicht es hier, wenn du 100 Transaktionen in einem Quartal hast. Oder du machst 1.000 € Umsatz, ja, das ist auch recht schnell zu erreichen, wobei ich sehe, der Zeitraum hier ist auch eigentlich sogar ein ganzes Jahr. Dementsprechend ist das gar kein Problem in der Regel und dann bekommst du einen guten Service-Status. Das sind so die Dinge, die schnell Einfluss nehmen können auf deinen Service-Status. Habe diesen im Blick definitiv und guck dir öfters hier in dem Verkäufer-Cockpit deinen Service-Status an. Falls da was schief läuft, kannst du schnell reagieren und das wieder gerade biegen. Ansonsten verlierst du genauso wie ich den Service-Status
Und das wäre sehr ärgerlich, denn der Service-Status ist auch ein großes Indiz dafür, dass man auch besser positioniert ist bei eBay, um so auch besser zu verkaufen. Und teile gerne auch deine Erfahrungen mit, wenn du Lust hast, in den Kommentaren, welche Probleme du schon mal hattest mit dem Service-Status oder gegebenenfalls ähnliche Sachen, wie du diese geklärt hast und geregelt hast, um diese zukünftig auch nicht mehr schiefgehen zu lassen. Das würde mich freuen. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video geholfen hat. Gib mir dafür einen Daumen hoch und falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg weiterhin. Ciao.